Ist Papst Franziskus etwa mächtiger als Gott, wenn er einfach sagt, alle Religionen seien ein Weg, um zu Gott zu gelangen, oder wir seien alle Kinder Gottes, obwohl wir aus der Heiligen Schrift wissen, dass wir durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus und die Taufe zu Kindern Gottes werden? Diese Frage müssen wir uns wirklich stellen, aber wir müssen diese Frage, ob Papst Franziskus mächtiger als Gott ist, auch aus einem anderen Blickwinkel betrachten, nämlich aus dem Blickwinkel eines Protestanten. Es gibt viele bekehrungswillige Protestanten, denen Papst Franziskus gewiss ein Hindernis ist, um sich zu bekehren. Aber auch dort ist die Frage, ist Papst Franziskus mächtiger als Gott, mächtiger als der Herr Jesus Christus selbst, welcher das Papsttum eingesetzt hat? Petrus hat den Herrn dreimal verleugnet. Der Herr Jesus Christus, nach seiner Auferstehung, ließ Petrus dreimal Buße tun. Petrus, liebst du mich mehr als diese? Ja, Herr, ich liebe dich. Weide meine Lämmer. Und das dreimal. Weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Die Schafe des Herrn Jesus Christus sind wir, die Kirche. Denn der gute Hirte lässt sein Leben für seine Schafe. Petrus hat den Herrn dreimal verleugnet. Daraufhin hat er dreimal Buße getan, seine Liebe bekundet und hat den Auftrag vom Herrn selbst, dem guten Hirten, erhalten, seine Herde zu weiden. Die Einsetzung des Papstamtes. Dieses Amt wurde also von Gott persönlich eingesetzt. Ist Papst Franziskus, welcher gewiss ein schlechter Papst ist, jetzt mächtig genug, um dieses Amt, welches Gott persönlich eingesetzt hat, aufzuheben? Nein, natürlich nicht. Der Herr hat uns da gewarnt, dass auch Mietlinge kommen werden und schlechte Hirten. Aber es wird auch immer wieder ein guter Papst kommen und die Kirche wird sich immer wieder rehabilitieren. Ein gutes Vorausbild ist das Israel im Alten Testament, welches in den Büchern Richter und der Könige ganz klar bezeugt, dass es immer gute und schlechte Anführer gab. Im politischen sowie auch im religiösen Sinne, doch der Bund Gottes wurde dadurch nicht aufgehoben. Es gab Richter und Könige, die haben sogar Götzendienst eingeführt, die haben die Priester Gottes verfolgt und töten lassen, wie beispielsweise unter der Frau von König Ahab, der Isabel. Aber Gott hat sein Volk immer wieder rehabilitiert. Es gab immer wieder Propheten und gute Könige und Richter, die all die Irrtümer ausgemerzt haben, sodass Gottes Volk immer wieder emporgestiegen ist. Immer wieder hat es sich gereinigt. Es wurde immer wieder geläutert. Klar, begleitet von verschiedenen Umständen wie Kriegen und Katastrophen. Aber Gott hat seinen Bund nie aufgehoben. Und auch diesen Bund, der neue Bund, die katholische Kirche ist das neue Volk Gottes, wird Gott durch einen schlechten Papst nicht aufheben. Denn der Herr Jesus Christus hat Petrus als Apostelfürsten auserwählt. Als der Herr über die Eucharistie geredet hat, wo er sagte, mein Fleisch ist wahrhaft eine Speise, mein Blut ist wahrhaft ein Trank. Wenn mein Fleisch nicht isst und mein Blut nicht trinkt, den werde ich nicht auferwecken am jüngsten Tag. Wie ich durch den Vater lebe, wird jeder, der mich isst, durch mich leben. Viele nahmen Anstoß an dieser wortwörtlich harten Rede. Und sie verließen den Herrn. Der Herr aber fragte alle seine Apostel, wollt auch ihr mich verlassen? Petrus antwortete für alle, nein, Herr, denn du hast Worte ewigen Lebens, wohin sollen wir gehen? Er war immer das Sprachrohr und der Anführer der Aposteln, natürlich unter dem Herrn Jesus Christus, aber ihr wisst, was ich meine. Deswegen steht im Matthäus-Evangelium ja auch, dass Petrus der Erste ist. Dort werden alle Apostel aufgezählt. Der Erste, Petrus. Und dann kommt ohne eine Nummerierung jeder einzelne Apostel namentlich. Und deshalb hat der Herr auch die Kirche auf Petrus gebaut. Und auch dort sehen wir wieder seine Vorrangstellung gegenüber den anderen Aposteln. Für wen aber haltet ihr mich? Dann sagt Petrus, du bist der Messias, der Sohn Gottes. Und dann hat der Herr Jesus Christus seine, eine, einzig wahre, apostolische, katholische Kirche auf Petrus gebaut. Denn er sagte, du bist Petrus, auf diesen Fels werde ich meine Kirche bauen. Die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Und ich gebe dir die Schlüssel des Himmelreichs. Was du auf Erden binden wirst, wird im Himmel gebunden sein. Was du auf Erden lösen wirst, wird im Himmel gelöst sein. So,
Die Pfortenhölle werden die Kirche nicht überwältigen, auch wenn wir einen schlechten Papst haben. Wir Katholiken sind selber unzufrieden mit diesem Pontifikat. Aber was sollen wir machen, außer dass wir aufklären? Aber die Pfortenhölle werden die Kirche nicht überwältigen. Und wenn Papst Franziskus sagt, alle Religionen seien ein Weg zu Gott, dann widerspricht er ganz klar der katholischen Lehre. Wir befinden uns ja in einer absoluten Kirchenkrise. Das sehen ja auch Nicht-Katholiken. Und ich möchte euch gerne mal aus dem Buch Katechismus zur kirchlichen Krise einen kleinen Artikel vorlesen. Punkt 13. Können mehrere Religionen den wahren Glauben besitzen? Antwort. Da die einzelnen Religionen sich untereinander grundlegend widersprechen, können nicht mehrere von ihnen richtig sein. Nur eine Religion kann darum die wahre Religion sein, und dies ist die katholische Religion. Gott hat sich in Christus geoffenbart und nicht in Buddha oder Mohammed. Und Christus hat nur eine Kirche gegründet, die seine Lehre und seine Gnade den Menschen bis ans Ende der Welt vermitteln soll. Der Glaube an den dreifaltigen Gott, an Christus und an die Kirche bildet also eine untrennbare Einheit. Es heißt ja im Epheserbrief auch, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott. Der eine wahre Glaube und der eine wahre Gott sind untrennbar miteinander verbunden. Und so schreibt auch schon Kirchenvater Zyprian von Karthago, es gibt nur einen Glauben, ein Priestertum, einen Altar, einen Stuhl Petri, nämlich das Papsttum. Der Stuhl Petri in Rom. Wie der Kirchenvater Irenäus von Lyon auch sagt, alle Kirchen müssen mit der Kirche von Rom in Einklang sein, denn in ihr ist immer die Wahrheit zugegen und alle Kirchen außerhalb dieser Kirche von Rom sind Konventikel gegründet aus Missverstand, Eigenliebe und Ruhmsucht. Denn die Kirche in Rom wurde von Petrus gegründet nach dem Befehl des Herrn Jesus Christus, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Und es kann nur eine wahre Religion geben, denn ein Widerspruch in sich ist in Gott nicht möglich, da Gott die Wahrheit selbst ist. Der Herr Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer nur durch ihn. Und das ist auch die Lehre der Kirche, auch wenn Papst Franziskus etwas anderes sagt, kann er die Lehre der Kirche nicht aufheben. Und wenn er jetzt sagt, er würde etwas Neues lehren, er wüsste, die Kirche hat etwas anderes gelehrt, aber er lehrt jetzt was Neues, dann ist er ein offizieller Heretiker. Und dann, ich weiß nicht, wie die Kirche das genau geregelt hat, das ist ein ganz komplexer und komplizierter Vorgang, gehe ich mal von aus, könnte man diesen Papst vielleicht sogar absetzen. Aber ich glaube nicht, dass es geschehen wird. Wir werden es einfach aushalten und ertragen müssen. Was für uns ja auch wie eine Läuterung ist. Ich möchte euch mal zeigen, was die Kirche noch über diesen Ökumenismus lehrt. Dazu einmal das Buch Angeklagter oder Richter von seiner Exzellenz Erzbischof Marcel Lefebvre. Dort schreibt auf Seite 291, außerhalb der Kirche kein Heil. Das also sagte und verurteilte Pius IX., die von den Kirchenvätern so häufig verwendete Formel, Zitat, außerhalb der Kirche kein Heil. Extra ecclesiam nulla salus, müssen wir richtig verstehen. Es ist notwendig, damit die Leute es wissen, damit sie zur Bekehrung hingezogen werden. Wenn wir in dieser Angelegenheit einen Zweifel bestehen lassen, dann halten wir die Annahme aufrecht, dass zum Beispiel die Protestanten sich wie durch ihre Religion retten können. Das würde bedeuten, die Protestanten selbst zu täuschen, ihnen ein ruhiges Gewissen zu verschaffen, sie im Irrtum zu belassen. Sie könnten denken, dass, wenn selbst die Katholiken sagen, dass jemand sich retten kann, auch wenn er Protestant ist, dann nicht der Mühe wert ist, zu konvertieren. Das ist nämlich das Problem, was ich gerade am Anfang des Videos angesprochen habe. Papst Franziskus täuscht die Leute, wenn er sagt, alle Religionen seien ein Weg, um zu Gott zu gelangen. Damit täuscht er die Muslime, die Buddhisten und auch die Protestanten. Außerhalb der katholischen Kirche ist kein Heil. Außerhalb der Arche Noahs ist keine Rettung, wenn die Sintflut kommt. Und die katholische Kirche ist die Vollendung der Arche Noah, wenn wir es so sehen möchten. Denn in der Endzeit wird es nur Rettung in der katholischen Kirche geben. Das würde jeden Missionseifer im Keim ersticken, wenn wir annehmen, dass sich die Menschen in jeder beliebigen Religion retten können. Warum noch in die Mission gehen? Warum über die Meere fahren? Warum sich den Krankheiten aussetzen?
die in diesen Ländern lauern, oder dem Aufruhr der religiösen Gruppen. Wie viele Franziskaner, Dominikaner und andere wurden getötet, weil sie die Muslime zu bekehren suchten. Warum also? Unnötig? Wenn sie sich in der islamischen Religion retten könnten, müssten wir sie dann nicht in dieser belassen? Das ist auch ein Beweis der katholischen Wahrheit. Katholische Missionare in Afrika, Asien, Südamerika sterben tagtäglich. Sie sterben wie die Fliegen, wie man sprichwörtlich sagt. Und das alles nur, um die Nichtchristen zu bekehren. Ist das alles umsonst? Ist der Tod der Aposteln und der ganzen Märtyrer umsonst gewesen? Wird jeder gerettet? Nein, und das gilt auch für einen Papst Franziskus. Nur die katholische Religion ist die allein Seligmachende. Und dazu ist der Papst aufgerufen, das auch so zu verkünden. Wenn wir aber davon überzeugt sind, dass es außerhalb der Kirche kein Heil gibt, dann spüren wir eine beträchtliche Verantwortung vor dieser großen Menge von Menschen, die unseren Herrn Jesus Christus nicht kennen. Genau, man ist auch in einer gewissen Verantwortung, den Menschen die Wahrheit zu sagen, die Menschen aufzuklären. Das ist ein Akt der wahren Nächstenliebe. Sie laufen Gefahr, da sie im Irrtum leben, in die Hölle zu stürzen. Man muss es ihnen sagen, man muss sie aufrütteln. Wir müssen ihnen das Evangelium predigen, wie es die Kirche von Jahrhundert zu Jahrhundert getan hat, indem sie überall hin ihre Missionare entsandte. Und das ist, was die Kirche glaubt und was die Kirche immer geglaubt hat und was die Kirche auch getan hat, zum Heil der Seelen sich selbst aufgeopfert, weil nicht jede Religion ein Weg zu Gott ist, weil nicht alle Menschen von Geburt an Kinder Gottes sind, sondern weil die katholische Religion die von Gott gegebene Religion ist und die katholische Kirche die von Gott gegebene Kirche ist. Das kann ein Papst Franziskus nicht aufheben. Aber, liebe Protestanten, das Papsttum an sich ist von Gott gegeben. Die katholische Kirche an sich wurde von Gott gegründet. Und auch das kann ein Papst Franziskus nicht aufheben. In der katholischen Kirche ist das Heil. Prüfe und du wirst Erkenntnis gewinnen. Bitte Gott um Weisheit, wenn du diese nicht besitzt, steht im Jakobusbrief. Und wer anklopft, den wird der Herr öffnen. Und der Herr selbst steht sogar an deiner Tür und klopft an. Und wer ihm öffnet, mit dem wird er das Mahl einnehmen. Die heilige Eucharistie, wahrhaft Fleisch und Blut des Herrn Jesus Christus.